Ganz anderes Thema. In Brüssel, da haben sich ja die EU-Regierungschefs zu einem Gipfel über die Flüchtlingsthematik getroffen. Und über die Auswirkungen möchte ich jetzt gerne sprechen. Und das möchte ich tun mit Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, mir aus Frankfurt zugeschalten. Schönen guten Tag, Herr Halver. Ja, Balkanroute auf oder zu? Nicht nur darüber streitet man ja momentan in Europa, in Brüssel. Vielmehr geht es ja auch um die Bekämpfung der Ursachen in der ersten Linie. Wie kann das aussehen? Was kostet uns das vielleicht? Ja, hallo. Zuerst mal so angefangen, die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Das heißt, wir sind ein wirtschaftlicher Riese, aber politisch ein Zwerg, weil wir es ja nicht geschafft haben, gerade in der Flüchtlingskrise bis jetzt alleine eine Lösung zu finden. Das heißt, wir brauchen einen Mediator, ein paar Therapeuten, könnte man sagen, weil ja die EU wie eine Ehe aufgestellt, nicht funktioniert. Das ist schon mal sehr negativ. Und ich denke, grundsätzlich braucht man sicherlich die Türkei, aber man muss auch immer erkennen, dass der Paartherapeut natürlich auch eigene Interessen hat. Und natürlich kann es auch sehr gut sein, dass man auch Forderungen auch in Zukunft dann doch höher gestaltet und immer mehr verlangt und dass man dann eigentlich auch die Chance hat, die EU zu erpressen. Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Den Deal, den man jetzt gefunden hat und das, was man zumindest als Lösungsskizze hat, klingt zunächst mal recht gut, aber wir wissen alle, die Umsetzung, da steckt der Teufel im Detail und da wissen wir erst dann Ende nächster Woche Bescheid, wie das zu passieren hat. Aber schwierig ist es definitiv, das heißt für mich auch die Außengrenzen, da muss die EU sicherlich viel mehr aus eigener Kraft schaffen. Das muss ein großer Wirtschaftsraum definitiv schaffen, damit man sagen kann, dieser Wirtschaftsraum ist auch ein Standort, wo man gerne investiert. Ansonsten wird vielleicht irgendwann das große Kapital aus Amerika oder Asien sagen, die bekommen ja noch nicht mal die Sicherung der Außengrenzen fertig. Warum sollte man hier investieren? Und von Stabilitätsunion habe ich noch gar nicht gesprochen. Auch das ist ein Trauerspiel. Wenn wir auf das Problem der illegalen Flüchtlinge blicken, wenn sich jetzt Deutschland und Österreich schon nicht einigen können, ob jetzt die Balkanroute geschlossen wird oder nicht, wie soll dann eine Lösung hierfür aussehen? Vielleicht doch die Schließung der Route? Das ist aber sehr schwierig, wenn also sich eigentlich, ja, man müsste fast sagen, das Brudervolk, ja, die Brudervölker Deutschland, Österreich nicht einig sind. Das sind überhaupt nicht einig, das ist ein sehr schlechtes Zeichen, definitiv. Man braucht die Türkei, das ist mir schon ganz klar. Es geht wirklich nicht komplett ohne. Nur, also jetzt sich nur auf die Türkei zu verlassen, die auch eigene wirtschaftspolitische Probleme hat, die ja politische Probleme hat. Und wir haben ja auch gesehen vor einigen Tagen, dass gewisse, ja, demokratische Grundfreiheiten ja durchaus auch einschränkbar sind. Das ist nicht die ideale Lösung, das muss man ganz klar erkennen. Mir wäre es viel lieber, man würde sich innerhalb der EU mal ins stille Kämmerlein zurückziehen und sagen, so ist, überlegen, wie man nach den Landtagswahlen, wo es hingeht, was man dann machen kann, weil dann der Blick wieder frei ist. Das wäre ein gesünderer Weg und danach sollte man überlegen, wie man mit der Türkei zusammenarbeiten kann. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen länger über oder detaillierter über die Türkei. Die signalisiert ja Hilfe, aber wird die vielleicht mit einem EU-Beitritt erkauft, erzwungen? Man muss ja mal klar sein, es gibt ja eine Charta, es gibt ja Menschenrechte, es gibt ja ganz klar auch Bedingungen, wann man beitreten kann. Natürlich kann man weitere Kapitel öffnen, aber es muss auch klar sein, die EU ist ja auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegründet worden und da muss sich jeder dem fügen, das ist für mich ganz klar. Also man kann jetzt nicht eine Notlage ausnutzen, um zu sagen, wir überspringen jetzt mehrere Hürden, das wird niemals funktionieren können. Entscheidend ist, zusammenzuarbeiten, auch mit der Türkei, aber auch ganz klar zu machen, wo die Grenzen sind und dass die EU eben was ganz Besonderes ist. Der EU beizutreten ist was ganz Besonderes, da muss sich jeder anstrengen. Schauen wir noch auf Griechenland. Die haben ja auch Forderungen an Europa. Das Land ist eben mit der Flüchtlingsproblematik überfordert. Aber ist diese griechische Blockadepolitik der Weg, eben um jetzt Geld oder Vertrauen etc. aus Europa zu bekommen? Und wie sicher ist dann, dass eventuelle Hilfsmittel auch wirklich den Flüchtlingen zugutekommen? Also Griechenland kann sicherlich aus eigener Kraft das Problem nicht schultern, das ist ganz klar. Aber da muss Griechenland auch die Hilfsgelder annehmen und auch in Griechenland eben für Unterkünfte für Flüchtlinge sorgen. Das gehört dazu. Und wenn in der Türkei Flüchtlinge sein sollen, warum sollten sie auch nicht in Griechenland eben auch sein, wenn man sagt, es gibt Kontingente, wir Österreicher, die Schweden und wir haben sie aufgenommen. Da muss eben dann auch Griechenland etwas dazu beitragen. Aber es muss auch die Hilfe eben annehmen. Es muss die Hilfe annehmen, wenn man die Außengrenze schützen möchte, das ist ganz klar. Aber der Deal wird wahrscheinlich so aussehen, die Griechen werden natürlich kooperieren, weil man ihnen natürlich punkto Sparauflagen, Reformauflagen drastisch entgegenkommen wird. Ich sehe dasselbe Spiel auch dann für Italien. Also wenn sich dann Flüchtlingsrouten durch Schlepper wieder Richtung über Italien, von der Spitze Italiens bis in den Norden wegbewegen, wird man auch den Italienern sagen, pass auf, euch hilft man auch, helft mit, das Problem in den Griff zu bekommen. Und da wird man auch in puncto Herrn Renzi, dem Premierminister, sagen, wir werden natürlich auch Sparauflagen, Reformauflagen, so wie es Herr Renzi sich auch wünscht, einstampfen, damit man auch flüchtlingsmäßig mitarbeitet.
Wenn jetzt wirklich die Balkanroute geschlossen werden sollte, kommen ja wahrscheinlich noch mehr Flüchtlinge über Griechenland. Ist der Kollaps dann hier überhaupt noch zu verhindern? Also wenn die Balkanroute geschlossen ist, die Türkei würde eben das, was sie angedeutet hat, eben dann auch die Flüchtlinge zurücknehmen, dann wäre das Problem zumindest in der technischen Betrachtung ad hoc nicht gelöst, aber zumindest weitestgehend nach unten befördert. Aber das Detail ist immer sehr schwierig, dann in der Realität umzusetzen. Wie funktioniert das? Wie kann man das auch flächendeckend grundsätzlich machen? Aber klar muss auch sein, die EU muss doch zuerst mal eine Lösung für sich finden. Deutschland, Österreich, bis vor kurzem zusammengearbeitet. Wenn da aber doch keine Fähigkeit besteht, zusammenzuarbeiten. Wie kann ich denn dann verlangen, in einer zerrütteten Beziehung, dass ein Dritter, ein Nicht-EU-Staat, das Problem für mich löst? Das habe ich nicht verstanden. Da muss zuerst mal in der Ehe bereit sein, wollen wir noch zusammenbleiben? Und dann kann man sagen, wenn man Ja sagt, dass man einen Paartherapeuten nimmt. Aber nicht zu sagen, wir haben ein Problem, gehen wir direkt zum Paartherapeuten und schauen, was daraus wird. Das kann nicht funktionieren. Die EU muss zusammenhalten. Sie muss zeigen, wir sind stark genug, ein Problem auch zu schultern. Ansonsten, das muss man klar sehen, wenn ein Investor weltweit nach Europa schaut, dann wird er sich im Augenblick eher grausen und sagen, was ist denn das für ein Vorbei? Wenn die politischen Rahmendaten nicht stabil sind, wenn nicht Klarheit herrscht politisch, wird irgendwann Europa eben nicht mehr in den Genuss von ausländischem Kapital kommen. Wir müssen zusammenhalten und wenn wir das nicht schaffen, das kann man keinem Dritten übertragen. Robert Halver, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Bitte sehr.